Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch wieder eine ganz tolle, coole Kartenform, die auch total einfach ist. Also ich könnte sie auch gut in meine Reihe einfach und elegant geben, denn die hat diesen wunderbaren Mechanismus hier innen, dass sich das so schön aufstellt. Das sieht schon von oben total cool aus. Ist total einfach zu machen. Und auch wunderschön, finde ich. Kann man ganz toll gestalten. Ich habe wieder mehrere Ideen für euch heute. Und meine Idee dazu habe ich bekommen bei Onstage in Wien. Da habe ich einen Swap bekommen mit dieser Kartenform. Ich halte euch jetzt mal ins Bild. Hier habe ich diesen Swap herbekommen. Vielen herzlichen Dank für diesen wunderschönen Swap. Und der hat mich zu dieser Karte inspiriert. Ich habe die also nachgebastelt in etwas anderen Größen. Ich habe es kleiner gemacht und in Zentimeter. Aber das Besondere, was ich auch ganz cool fand an diesem Swap, ist, dass der schwarz-weiß ist. Und ich finde schwarz-weißes Designerpapier wunderschön, aber ich bastel nie damit und dachte, das wäre meine Challenge. Ich könnte jetzt hier mal schwarz-weiß Papier unterbringen. Und das habe ich gemacht und zeige euch heute verschiedene Varianten und wir basteln dann gleich eine zusammen, damit ihr seht, wie einfach das funktioniert. Genau, also ihr seht es jetzt schon an dieser Karte. Was vielleicht jetzt ein bisschen wenig auffällt, ich habe es so gemacht, dass ich den Hintergrund, diese Grundkarte hier und diese Vorderteilkarte in zwei verschiedenen Farben gemacht habe. Das seht ihr gleich bei den anderen Farbbeispielen besser. Aber das, finde ich, macht sich total gut. Ist noch so ein kleines elegantes Element, so, was einem nicht sofort ins Auge sticht. Ich habe hier jetzt mal eine Geburtstagskarte gemacht, also einen Spruch, einen schönen Geburtstag innen rein. Hier könnte man noch was hinschreiben, ganz gut. Und vorne habe ich so gestaltet, einfach mit einem Etikett. Und die Rose habe ich auch aus dem Designerpapier ausgeschnitten. Wenn ihr mehr Text unterbringen wolltet, könntet ihr auch hinten was drauf machen. Das zeige ich euch gleich. Ich habe verschiedene Ideen dazu. Das Einzige, was an der Karte ist, ist, dass die immer so aufhüpft. Und deswegen habe ich mir gedacht, basteln wir heute was, damit die verschlossen ist. Und habe da verschiedene Sachen ausprobiert. Also das war die eine Idee dazu. Man kann das nämlich auch genauso mit einem Band verschließen. Das ist jetzt die nächste Idee dazu. Die ist auch irgendwie schlicht, finde ich, die Karte. Kann man jetzt hier aufmachen. Ist eben mit einem Band verschlossen. Und hier sieht man jetzt auch gleich, wie das Ganze mit mehr Farbe aussieht. Auch wieder schwarz-weißes Designerpapier. Und hier habe ich im Hintergrund Kürbisgelb und vorne Mangogelb als Farben verwendet. Bei dieser Karte ist es Celadon und Minzmakrone. Also wieder eine andere Variante. Hier habe ich vom Designerpapier auch mal 4 Stück aufgeklebt. Bei der anderen waren es nur 2 innen hier. Also außen sind es immer 2, aber hier könnt ihr auch variieren. Ihr könntet natürlich auch, wie an meiner Beispielkarte, auch hier innen rein noch Designerpapier kleben. Auf diese beiden Fenster. Oder das auch bestempeln. Und hier habe ich auch hinten drauf einfach zum Schreiben von dem Gruß auch noch ein bisschen was aufgeklebt. Das ist auch ausgeschnitten aus dem Designerpapier. Aber da ist jetzt innen drin mal noch kein Gruß. Da kann aber auf jeden Fall noch ein bisschen was rein. Aber hier ist eben die Idee, dass man das Ganze hier mit einem Band verschließt, dass man sich vorne unter ein größeres Etikett reinklebt. Dass es eben nur vorne angeklebt ist und dann könnt ihr es so verschließen an der Seite, dann klappt euch die Karte nicht auseinander. Wobei ihr die ja wahrscheinlich sowieso in ein Kuvert tut. Und die dritte Idee dazu ist, dass man das Ganze auch mit einer Banderole gestalten kann. Das sind jetzt die Farben Pfauengrün und Minzmakrone. Zum Geburtstag viel Glück aus dem Celebration Set. Und da habe ich eine Banderole außenrum gebastelt, die man einfach so abziehen kann mit 2 Etiketten. Und dann hat man eben nochmal eine andere Variante, finde ich auch total schön von den Farben. Mit Minzmakrone und Pfauengrün und eben auch schwarz-weißem Designerpapier. Und dann nochmal ein Etikett reingemacht. Hier könnte man auch noch was hinschreiben, vielleicht mit so einem weißen Stift. Und dann, damit man mehr Platz hat für Grüße, ist hinten noch der Blütenzauber mit ein bisschen gestempelt. Also so war meine Idee zu diesem Schwarz-Weiß-Papier. Und damit ihr auch noch ein bisschen was anderes seht, machen wir heute ein anderes Papier, also ein buntes Papier. Aber ich zeige euch, wie man diese Banderole machen kann, weil ich die eigentlich ganz cool finde. Das finde ich eigentlich die schönste Variante. Und ich finde, dass das vorne total edel aussieht, weil es halt im gleichen Farbstil ist. Wir machen es heute nochmal ein bisschen anders. Und dann gucken wir mal, wie euch das so gefällt. Ich habe auch schon ein bisschen was hergerichtet. Ihr seht, heute wird es bunter. Und sage euch jetzt einfach mal, was ihr an Maßen braucht.
Ich habe es mal groß aufgeschrieben, dass ihr es gut lesen könnt. Ich hoffe, das passt so. Ich glaube, das kann ich sogar fast dahinlegen und erklären nebenbei. Ich verwende jetzt für diese Karte eine Grundkarte in Waldmoos. Also vielleicht sollte ich euch noch kurz die Bestellnummern vom Papier sagen. Ich habe Waldmoos, Kalypso und Olivgrün. Das haben diese Bestellnummern. Da könnt ihr immer auf Pause drücken, wenn ihr die Nummern braucht. Und vom Designerpapier gehe ich nochmal auf dieses wundervolle Kinderpapier. Das finde ich so schön mit den Bärchen. Hat aber auch neutrale Motive auf den Rückseiten. Das hat diese Bestellnummer. Und heißt Fröhlicher Wald. Das finde ich sehr süß. Das habe ich hier verwendet und die Sachen eben ausgeschnitten. Genau, meine Grundkarte ist Waldmoos, hat das Maß 28x14 cm. Und ich habe zwei Designerpapiere, das sind diese großen, die dann an die Seite kommen. Die haben das Maß 13,5x6,5 cm, habe ich zweimal, das ist das hier. Und Grundweiß, das muss mir noch zurechtschneiden, 13,5x6,5 ist für die Rückseite dann. Und die Innenkarte, das ist diese hellere in Olivgrün. Das ist dieser Pop-up-Mechanismus oder der sich da so auffächert. Das hat das Maß 27 cm x 9,5 cm. Und da habe ich jetzt noch Designerpapier mit dem Maß 9x4 cm und im gleichen Maß 9x4 cm nochmal Farbkarton. Wobei ich mir gerade auffällt, der müsste natürlich in Waldmoos sein. Den schneiden wir uns auch nochmal zu. Und ein bisschen Deko habe ich, wie gesagt, schon hergerichtet. Okay, das habe ich mir noch zugeschnitten. Und was ich noch habe, ist eine Banderole mit dem Maß 18,5 x 2,5 cm. Und die habe ich mir schon gefalzt an der langen Seite bei 5,5, 5,9, 13 und 13,4 cm. Das ist so eine kleine Markierung außenrum dann um unsere Karte, dass das dann nachher so eine schöne Banderole gibt. Also einfach an der langen Seite die Falz hier in den Falzen, so wie ich es euch gesagt habe. Genau. Und dann legen wir gleich mal los. Wir starten mit der Grundkarte, also mit dem großen Waldmoos-Element. Und ich falze mir zuerst die lange Seite einmal bei 7 cm. Also ich lege mir das hier an bei 7 und falze es mir. Und bei 21 cm. Und jetzt drehe ich mir das Ganze noch auf den Bauch, einfach einmal rum und falze es noch bei 14 cm. Genau. Und jetzt mache ich so, also ich lasse es gleich so liegen, dass ich mir diese beiden mittleren großen Fenster noch ausschneide. Also hier muss man so einen Ausschnitt reinmachen, bei diesen zwei mittleren großen Feldern. Da lege ich mir jetzt meine Karte hier bei 8,5 cm an, hier oben. Und jetzt schnappe ich mir meine Schneideklinge und nehme euch noch ein bisschen näher ran und schneide hier in der Mitte, also ich orientiere mich hier an meiner Skala, ich schneide von 2 bis 12 cm hier runter. Seht ihr das? Dann habe ich hier einen Schnitt von 2 bis 12 cm. Man kann es ganz gut erkennen. Und jetzt schiebe ich es mir weiter auf 12,5 cm und schneide mir quasi das gleiche nochmal. Jetzt aber von unten nach oben, also von 12 bis 2. Also genau, ihr wisst, was ich meine. Gleiche Maße. Und schiebe es mir nochmal weiter auf 15,5 cm hier oben und schneide wieder von 2 cm bis 12 cm. Bisschen noch so. Und dann noch einmal bei 19,5 cm hier oben anlegen und nochmal zurückschneiden. Jetzt wieder von 12 bis 2 cm. Ich habe jetzt hier vier Schnitte drin. Der eine ist ein bisschen länger. Ich glaube, hier habe ich zu wenig gemacht, aber das schneide ich mit der Hand dann nochmal nach. Und jetzt lege ich mir die kurze Seite an. Und zwar hier drüben bei 2 cm und verbinde mir meine Schnitte. Und da als kleinen Tipp, macht euch immer wieder auf hier. Und guckt, ob ihr schon auf der Linie seid oder ob noch ein bisschen was geht. Dann trifft man das nämlich ganz gut und unten mal es genauso. Und dann drehe ich es mir noch einmal um, wieder bei 2 cm hier anlegen und nochmal den Rest freischneiden. Dann schneidet man sich hier diese kleinen Fensterchen raus, die dann nachher für unsere vordere Karte ganz praktisch sind oder die brauchen wir dann dafür.
So sieht das Ganze dann aus. Hier in der Mitte sind meine zwei Fenster drin. Die gehen schon fast raus. Wenn ich noch so eine Ecke habe, wo ich nicht ganz erwischt habe, schnappe ich mir einfach eine Schere und schneide mir das nach. Wir haben die Karte bei unserem letzten Online-Teamtreffen gemacht und eine meiner Teammitglieder hat es so gemacht, dass sie hier diese Mittelelemente bestempelt hat, also diese beiden, und das Designerpapier auf die anderen zwei geklebt hat. Und die andere hat es so gemacht, dass sie hier in der Mitte auch Designerpapier aufgebracht hat. Dazu hat sie das Designerpapier hinten aufgeklebt und dann nochmal nachgeschnitten hier innen drinnen. Ist auch ganz praktisch. Oder ihr könnt es, so wird es ich wahrscheinlich machen, bevor ihr diese Fenster ausschneidet, das Designerpapier draufkleben in den gleichen Maßen wie die beiden äußeren und dann gemeinsam ausschneiden. Also da habt ihr, wenn ihr das mit Designerpapier möchtet in der Mitte, dann würde ich es persönlich so ausprobieren. Genau. Okay, und noch eine Sache, wenn ihr jetzt hier diese Inch-Angaben noch auf dem Papierschneider habt, also dieses Teil muss man extra dazu bestellen, das ist normalerweise mit Inch, dann könnt ihr euch auch einfach vorher mit dem Lineal die Punkte setzen, anmarkieren und dann euch die Fenster ausschneiden. Das geht natürlich genauso. Und dann haben wir schon die Grundkarte, die lege ich jetzt kurz auf der Seite, weil wir nehmen uns noch schnell die andere Vorderteilkarte, sage ich, und falzen uns die noch nach, weil die wird gefalzt einmal bei... Genau, einmal bei 4,5 cm, auch wieder an der langen Seite, 4,5, 9, 13,5, 18 cm und 22,5 cm. Alles an der langen Seite. Dann hat man hier einige Falzlinien, ich hoffe, ihr seht die einigermaßen. Und die können wir uns einfach gleich mal nachknicken. Die mache ich einfach in so einem Zickzack-Muster und falze mir das Ganze jetzt einmal nach. Und stelle mir das jetzt mal so auf, damit ihr das seht. So wird es nachher da innen reingeklebt. Und meine Grundkarte, die falze ich mir jetzt auch gleich nach. Und zwar die Mittellinie kommt, ich setze das quasi einmal so übereinander. Wenn ihr da beachten wollt, dass das jetzt die Bergfalz ist jetzt hinten, dass die immer innen ist und die zwei Seiten kommen nach vorne. Dann sieht das Ganze nämlich gleich so aus. Ich zeige es euch gleich, wie ihr das aufstellen könnt, weil das ist eigentlich selbsterklärend. Und dann hat man hier dieses, wie so ein M oder ein W. Also so ist die Karte und dieses Teil wird einfach hier so eingefädelt und reingebaut. So ist der ganze Mechanismus. Wie gesagt, diese Originalkarte, die war ein bisschen größer. Man sieht es jetzt hier zum Vergleich. Schon ein bisschen größer, auch dieses Innenelement. Mir hat es jetzt so von der Größe ganz gut gefallen. Habe es jetzt ein bisschen verkleinert. Genau, und jetzt geht es eigentlich schon an die Deko von dem Ganzen. Dazu klebe ich mir zuerst meine beiden Designerpapiere hier außen auf die Karte. Und ich muss mich erstmal noch entscheiden. Ich glaube, ich nehme die Herzchen. Ich weiß noch nicht. Ja, es wären die Herzchen. So schnell ist das entschieden. Und der Kleber mal drauf ist. Die klebe ich mir hier rechts und links hin. Es tut mir leid, wenn das vielleicht ein bisschen gehetzt wird, das Video. Ich habe leider keinen Akku mehr. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich hoffe, ihr seid da okay damit. Ich habe auch Gott sei Dank schon ganz viel Deko vorbereitet, weil sonst würde ich es nicht in der Akkuzeit schaffen. So. Und dann kommt unser Innenteil, der bekommt auch noch einiges an Deko, nämlich die ganzen anderen Papiere. Ich muss mal schauen, wie ich es jetzt mache. Ich glaube, ich setze das hier diesmal in die Mitte rein, diese beiden Teile. Und hier mache ich jetzt nicht das Grüne vor, das hatte ich zuerst gedacht, dass ich das Grüne dahin mache, aber da kommen jetzt die Zweige vor. Die mache ich mir jetzt hier in diese mittleren Elemente. Und dann habe ich noch vier von meinen Waldmus, die klebe ich mir hier außen noch drauf. Ich klebe mir das Ganze am liebsten mit Flüssigkleber auf, weil dann kann ich das noch so ein bisschen ruckeln, damit mir der Rahmen dann gut gefällt. So.
Genau, und dann haben wir noch so ein flüsterweißes Papier. Das würde ich dann aber noch ein bisschen bestempeln und auf die Rückseite machen. Das machen wir jetzt noch nicht hin. Das ist leichter, wenn man erst stempelt und dann aufklebt. Genau, und jetzt können wir schon unsere Karte ineinander bauen. Das heißt, ich fädel mir das hier durch diese Fenster so durch. Ich zeige euch das jetzt nochmal von oben. Also ich habe hier das einfach nur so reingefädelt. Dann liegt es so übereinander. Und meine beiden rechts und links, die kann ich jetzt hier so draufkleben, wie es mir gefällt. Und wie sich die Karte schön zusammenfalten lässt. Ich lege mir das immer erstmal so auf, gucke dann ein bisschen vom Rahmen hier nach oben und hier zur Seite, was ich eigentlich ganz schön finde, und klappe mir das Ganze dann in diesem gefächerten Zustand so zusammen und halte mir das dann so fest. Hier kann ich nochmal die Abstände nach oben und unten kontrollieren und mache mir dann nur auf die eine Seite diesen Flüssigkleber. Und dann klappe ich mir die Karte einfach zusammen, so wie sie verschlossen wird. Drehe mir die Karte um, mache sie nochmal auf und mache mir auf diese Seite auch wieder Flüssigkleber hin. Und mache mir die Karte wieder zu. So sitzt die schon am richtigen Platz. Kann sie aufmachen und kann nochmal gucken, ob es mir gefällt und mir nochmal andrücken. Und die Karte ist fertig. Also echt total einfach und so schön, finde ich. Ich finde die so cool. Die schaut schon von oben so mega schön aus. Genau. Und jetzt im Prinzip geht es nur noch so um die Deko. Ich fange jetzt auch mal innen an, weil ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Also ich habe gedacht, das mache ich so ein bisschen als Babykarte. Schreibe hier noch ein kleines großes Glück drauf. Und werde mir das wahrscheinlich hier oder vielleicht hier ankleben. Nee, eher so. Oder hier. Ja, das fällt einem dann gar nicht mehr so leicht, gell? Immer diese Platzierungen. Also man könnte natürlich auch zwei solche Elemente ausstanzen und dann noch was reinschreiben oder noch einen Stempel unterbringen. Das wäre vielleicht ganz süß. Ich glaube, so mache ich das. Ich klebe mir jetzt das mal hier mittig auf. Und stanze mit euch gleich nochmal so ein Etikett aus. Genau. Dazu nehme ich mir jetzt einfach ein Reststück in Grundweiß. Ich nehme hier die Stanzformen bezaubernde Etiketten, die zu diesen Painted Poppies gehören. Habe hier die kleinere Stanzform und für außen, für meine Banderole, habe ich diese größere benutzt. Die habe ich hier hinter den Bären geklebt. Ich hoffe, dass das dann nett ausschaut mit der Banderole in Rot und Grün, weil die wird ja ein bisschen bunter, aber es ist ja eine Babykarte da. Sollte es ein bisschen bunter werden. Ich kuppel mir das ganz kurz durch meine Stanzmaschine. Was ich sonst noch so benutzt habe, ist einmal die Painted Poppies, also diese Blüten in den Hintergrund von meinem Etikett vorne. Kleines, großes Glück habe ich aus diesem Stempelset, da werde ich jetzt auch das Hurra, du bist da nehmen. Und hier habe ich das Hi rausgenommen aus diesen Sprechblasen. Vielleicht sollte ich euch auch die Bestellnummern reinhalten, das wäre vielleicht ganz geschickt, oder? Also nur das Set hat diese Bestellnummer. Nur das Stempelset und das Produktpaket mit den Stanzformen, die zeige ich auch gleich, weil die habe ich auch benutzt, hat diese Nummer. Dann die Painted Poppies und die kleine Elefantasie hat diese Bestellnummer. Die nehme ich jetzt gleich nochmal. Und da habe ich die Sprechblasen benutzt und habe mir dieses Element hier ausgestanzt. Dieser hier. Und auch die Herzen habe ich mir auch ausgestanzt und habe mir aus dem Ganzen einen Ballon gebaut. Könnt ihr mal gucken. Dieses Schleifchen ist auch aus dieser kleinen Elefantasie und könnt ihr euch auch hinmalen. Habe ich zuerst hingemalt, dann ist mir das in die Hände gefallen und habe mir gedacht, okay, ich glaube, ich nehme das Profihaftere, das ist schöner. Genau, dann stempel ich mir das jetzt einfach aus. Hurra, du bist da. Ich glaube, mir reicht die Zeit nicht. Ich glaube, ich muss mir schnell den Akku besorgen. Das funktioniert nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich bin wieder zurück. Also ich habe mir jetzt den Akku Ladekabel hingebaut. Ich hoffe, dass der Ton noch passt, weil das hätte ich nicht mehr geschafft. Das waren nur noch 4 Minuten und ich mag das auch nicht, dass das so ein Gehetze ist und so. Und deswegen machen wir jetzt ganz in Ruhe und entspannt weiter.
Genau. Ich nehme jetzt hier einmal die Farbe Waldmoos und stempel mir den Spruch Hurra, du bist da auf. Und ich möchte es so zwei teilen, deswegen überklebe ich mir jetzt einfach, weil es ja so ein länglicher Spruch ist, eine Seite mit einem Post-it. Ich mache jetzt eben nur das Hurra, gehe mir damit in das Stempelkissen. Dann sieht es so aus. Nehme mir jetzt den Kleber weg und stempel mir einmal das Hurra auf. Mal gucken, wo machen wir das hin. Ich möchte so ein bisschen nach rechts versetzt haben. Ich hoffe, es ist einigermaßen gerade. Sieht sehr süß aus. Genau. Jetzt mache ich mir den Stempel sauber. Also ich stempel mir den komplett ab, so gut es geht. Und mache mir den auch noch ein bisschen sauber. Und jetzt klebe ich mir die andere Seite ab. Also dieses Hurra mit dem Komma. Und werde mir nur dieses in die Stempelfarbe einmal tunken. Oh, ich glaube, habe alles erwischt. Und stempel mir das jetzt hier noch auf. Ob das wohl gerade wird? Naja, nicht ganz. Aber lass mal es gelten. Ich glaube, besser wird es nicht. Schon besser schief. Vielleicht können wir es dann schief aufkleben, dann fällt es nicht mehr so auf oder so. Okay. Hurra, du bist da. Achso, ich will es ja hier innen reinmachen, also es sollte eigentlich schon schön mittig sein. Ja, es geht noch. Ich glaube, es geht noch. Aber es wird nicht schief aufgeklebt, das meine ich damit. Okay. Und wenn ich gerade beim Stempeln bin, wollte ich euch auch kurz zeigen, wie ich dieses Hai da reingestempelt habe. Da habe ich es genauso gemacht im Prinzip. Ich habe mir die Stempelfarbe aufgenommen und habe dann einfach mit einem Tuch nur den Rand abgewischt, dass ich nur dieses Hai stempel, weil sonst ist ja dieser Bogen mit drauf und den wollte ich hier in dem Luftballon nicht haben. So funktioniert das ganz gut. Und hier sieht man auch ganz gut diese Sprechblase. Die kurbelt man quasi aus und hat sie dann in zwei Teile hat die dann. Also ist natürlich weiß. Ich habe es mir dann nochmal ausgekurbelt und habe jetzt grün und weiß hinterlegt. Und die hat hier so kleine, oh Gott, ich hoffe, man erkennt das, so kleine Einkerbungen. Das sieht ganz süß aus. Ich fand, das ist mal ein lustiger Ballon. Mal was anderes als Sprechblase. Jetzt habe ich mehr Zeit. Jetzt kann ich euch das auch in Ruhe zeigen. Und zwar ist das diese große Stanzform und ihr seht schon, ich habe es mir eben in Weiß und einmal in Waldmoos ausgestanzt und habe jetzt hier natürlich auch diesen zweiten Teil von den beiden Farben, die man wieder zusammen verwenden kann und sich so reinbauen kann. Also das stanzt da zwei Elemente aus. Bei der größeren Sprechblase ist es genauso. Ich glaube, bei allen. Ich habe noch nicht alle ausprobiert. Und da sind eben auch die kleinen Herzen raus, mit denen ich jetzt nur ein bisschen dekoriere. Die Stanzformen heißen übrigens auch Sprechblasen. Das heißt ja jetzt alles gleich, haben diese Bestellnummer, wenn ihr nur die Stanzformen wollt. Wäre natürlich auch so ganz cool ohne den Text dazu. Aber ich finde es immer ganz praktisch, wenn das dann so schön aufeinander passt. Also hier hat man wirklich schön, das kann man das schön zusammen ausstanzen. Und das sind ganz süße Sachen. Juhu, wow, lieben Dank, Pussy und so. Also ganz nette Sachen, ganz nette Sprüche sind da drin. Okay, dann klebe ich mir das jetzt mal auf. Kommt auch in die Mitte. Dann ist es so ein bisschen vollständiger, finde ich. Und hier, ach genau, ich habe mir ja die Sachen ausgeschnitten, schon mal aus dem Designerpapier. Und da gucke ich jetzt mal, was da passen würde. Ich fände den Fuchs ganz witzig, wenn der da so reinschaut. Das mache ich so. Den klebe ich da an. Der war eben nur halb auf dem Designerpapier und ich dachte, aber es ist zu schade, wenn man den dann wegschmeißt. Dann habe ich halt nur den Vorderteil ausgeschnitten. So fuchselt der da um die Ecke. Das ist doch süß, oder? So ist doch gut. Genau, also wäre so die Innenkarte schon fast fertig. Da kommen vielleicht noch ein paar Glitzersteine drauf. Und dann machen wir jetzt die Rückseite und die Front. Ich nehme mir jetzt noch mein grundweißes Papier und würde jetzt hier auch nochmal die Painted Poppies unten reinmachen, diese Blumen, die wir auch vorne haben, dass sich das wieder findet. Einfach hier unten noch so ein bisschen drauf. Nochmal in Waldmoos. Da war jetzt nur irgendein Schmierpapier unten rein.
hoffe, das wird was, weil die sind noch ziemlich nass von vorher. Ich habe die schon geputzt. Und da habe ich jetzt noch ein Blümchen, wo man noch draufkleben könnte. Also ich habe einfach so ein bisschen was aus dem Designerpapier ausgeschnitten, was man dann noch ganz süß als Deko verwenden kann. Genau, das mache ich mir jetzt auf die Rückseite. Und dann machen wir uns nun noch diese Banderole. Und da habe ich ja schon gesagt, wie ich die gefalzt habe. Da knicke ich mir jetzt diese Falzlinien so ein bisschen nach und lege mir jetzt meine Karte. Die ist also ganz flach, super auch zum Verschicken. Lege mir die hier ganz flach zusammen und dann klebe ich mir das hier so hinten dran. Und ich halte mir das jetzt nun einmal kurz hin, ob mir das gefällt mit dem Rot. Aber ich finde das gut. Ja, sonst ist es zu dunkel. Ich würde hier fast noch ein bisschen was mit mehr Farbe wollen, also mit ein bisschen heller auf jeden Fall. Mir ist es fast ein bisschen zu dunkel. Da würde ich jetzt noch einen kleinen Trick machen. Ich nehme jetzt nochmal meine Stanzmaschine und nochmal die Stanzform, die ich vorne drauf habe. Und zwar die große. Und stanze mir nochmal in Grundweiß dieses Etikett aus, also das große. Ich probiere das mal aus, ob man das vielleicht noch ein bisschen hinterlegen kann, dass da noch ein bisschen Weiß ins Spiel kommt. Mir ist das fast ein bisschen zu dunkel für eine Babykarte vorne mit dem Waldmoos. Das ist schon dunkel und vielleicht macht so eine kleine weiße Umrandung noch das Ganze einfach fröhlicher. Wie viel hat denn das? Wie viele Zentimeter hat das Ding denn? 8. Also ich schneide mir das jetzt einfach bei 4 cm auseinander. Und guck jetzt mal, ob ich mir das Etikett so hinterlegen kann, dass hier unten noch so ein bisschen Weiß rausschaut, dass sich das noch ein bisschen vergrößert, seht ihr, nach oben und nach unten, und dass es dann hier vorne nicht ganz so dunkel ist. Ich glaube, das ist gut. Also ist jetzt nicht perfekt gemacht, aber so würde ich das jetzt machen. Das heißt, ich mache mir hier ein bisschen Kleber noch drauf. Und vergrößere mir hier sozusagen mein Etikett. Könnte man auch nur auf einer Seite machen. Aber durch das, dass es ziemlich dunkel ist vorne, mache ich es jetzt nach oben und nach unten. Vielleicht braucht ihr das auch manchmal, dass ihr sagt, da muss noch ein bisschen was hin. Und dann könnt ihr euch eben euer Etikett auch einfach ein bisschen größer basteln. Sieht jetzt hinten so aus, aber das ist ja eh die Banderole, das sieht ja sowieso keiner. So, klebe mir jetzt mal meine Banderole fest. Mache ich auch mit Flüssigkleber. Also die passt da super drüber von den Maßen. Und da klebe ich jetzt einfach doppelseitiges Klebeband drauf, damit ich hier mein Etikett befestigen kann. Oh, wir müssen aufpassen, dass dieser Rand... Ja, das geht gerade gut. So. Und wenn ihr diese Manschette hinmacht, also diese... Banderole, macht sie nicht zu stramm, also so, dass sie sich noch bewegt, nicht zu locker ist, aber eben auch nicht zu fest, dass das dann auch funktioniert. Ich habe da noch einen minimalen Rand, den mache ich noch wegmachen. Von dem Weißen, dass man das nicht so sieht, das kann ich jetzt noch ganz gut machen. Ja. Und dann kann ich mir das hier in die Mitte aufsetzen. Dann haben wir noch ein paar Herzchen, die können wir noch aufkleben und dann, glaube ich, ist die Karte schon ganz süß dekoriert. Hier wäre noch ein kleines Vögelchen. Könnte man auch noch irgendwo hinmachen. Würde ich eher innenrein machen, glaube ich. Jetzt einfach hier oben einen Punkt. Und hier unten einen Punkt. Da kommen dann noch diese kleinen Herzchen raus. Die habe ich auch in Calypso ausgestanzt, so wie die Banderole ist auch in Calypso. Und also hier müsst ihr nur darauf achten, dass ihr da was Flaches aufklebt, also vielleicht keine Glitzersteine, weil ihr wollt ja die Banderole dann da noch drüber schieben. Aber so finde ich die Karte sehr, sehr süß. Wie gesagt, so ein Vögelchen hätte ich noch. Da weiß ich nicht, ob das hier eher... Ich glaube, das kommt eher nach innen.
Von der Außendeko habe ich, wie gesagt, den Ballon da oben. Das kleine Schmetterlingchen ist auch aus dem Designerpapier. Und einfach ein Strichchen gemalt, wo dann der Bär den Ballon hält, sozusagen. Der hat auch noch ein Herzchen gekriegt. Fand ich irgendwie süß. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich finde das toll. Ich finde es echt süß. Wieder eine ganz tolle Karte geworden. Da machen wir auch noch ein Herzchen hin. Wo kann da noch eins hin? Vielleicht hier. Und das kleine Vögelchen. Das kann ja irgendwo oben sitzen. Das kann ja fliegen. Kann sich da oben drauf setzen. Ja, ich glaube, so mache ich es. Wenn man sich schon die Mühe beim Ausschneiden gemacht hat, dann muss das ja auch irgendwo unterkommen. Und ich finde, das passt hier schon noch ganz süß hin. Das ist ja was ganz Kleines, Nettes. Oh, jetzt habe ich Kleber in den Fingern. So. Oh, jetzt habe ich auf die Rückseite gekleckert. Schade. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Vielleicht mache ich es nochmal und überklebe es dann einfach. Aber so, ich glaube, ich würde die Karte so lassen. Ich würde jetzt gar keine Glitzersteine mehr hinbauen. Ich finde, das reicht. Und sieht total süß aus, total nett. Mit der Banderole dazu. Ja, mir gefällt es so. Ich finde, es sind auch schöne Farben. Schöne, kräftige Farben. Und den Fuchs finde ich da mega süß. So kleine Kleinigkeiten sind es oft. Die machen es noch aus. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich hoffe, euch hat das Video insgesamt gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu gehetzt da eben zwischenzeitlich, wo ich Angst hatte, dass ich es nicht schaffe mit dem Akku. Und ich hätte es ja auch nicht geschafft. Ja, manchmal meint man halt, man schafft es doch noch. Ich hoffe auch, dass euch die anderen Ideen ganz gut gefallen, dass ihr vielleicht auch mal schwarz-weißes Designerpapier angreift. Vielleicht habt ihr das auch so ein bisschen in eurer Designerpapier-Ecke und wollt es mal angreifen, weil es doch so schön ist. Hier ein bisschen raus. Genau. Also wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Kreativiert was Neues, habt Freude an dieser Kartenform und ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!